So, Jo. was hatten wir dann noch? Der hat also dieses den Boxsack, dann hat er sein Streaming-Studio, die Kamera fehlt. Ja. Greenscreen, genau. Die Songtexte von denen, die Fahne. Ja, ansonsten die Eva. Den Aufkleber hier auf dem Dings. Und jetzt gehen wir mal hier, was er noch so auf dem Tisch liegen hat. Hier kann ich nichts. Als Ivo eingeschläfert werden musste, Ivo. war das für uns alle echt krass, besonders für Leon. Vielleicht hat Ivo was mit seinem Passwort zu tun. Aber ich habe auf nichts geklickt. Ivo? Ich will jetzt mal kurz, weil. Wo bin ich denn hier hingegangen, dass das getriggert wurde? Weiß ich nicht. Hier in der Ecke war das irgendwie Ivo. So kommen wir da wahrscheinlich ran. Also, was haben wir? Wir haben Der Literatur. große Austausch und das ganze Märchen von Umvolkung und Überfremdung sind 1A Materialien für Aluhüte und Verschwörungstheoretiker. Der große Unter von Linus W. Banitzky vom Umvolkung und Überfremdung. Der preisgekrönte Star-Autor Linus W. Banitzky zeichnet ein erschreckendes, aber akkurates Bild der Nation und scheut dabei nicht vor unangenehmen Wahrheiten zurück. Okay. Teller kann ich nicht. Oh. Eva, sieht aus, als wollte Leon Flyer für ein Konzert verteilen. Ja, das ist dasselbe, was da hinten hängt, ne? Dense? Defend Europe. Entwurzelte Völker remigrieren. Alter, Leon, remigrieren ist auch nur ein schlaues Wort für Ausländer raus. Und was hat jetzt, also ich muss mal kurz inhaltlich nachfragen, vielleicht kann mir das wer erklären, was hat denn jetzt das Thema Greta Thunberg mit Europa verteidigen zu tun und mit großem Austausch? Also da schließt sich bei mir jetzt nicht sofort der Kreis. Greta, na, du hast ja. Ich habe keine gute. Ich hab spontan keine gute Erklärung. Aber ja, die Aufmachung sieht nach Kompaktmagazin aus und dense ist Englisch für dicht. Also kompakt, ne? Aber das ist ja auch das Magazin der Wahrheit. Also wir haben hier im Endeffekt drei Narrative. Wir haben einmal diesen Umvolkungs-Defend Europe-Teil, oben rot, dick und fett. Dann haben wir in der Mitte, mit dieser Symbolik da hinten, Greta nervt, Gretas Geheimnis und Greta sei still. Ja. Das eine ist die eigene Wahrnehmung, ja, die nervt dich halt, ja. Und Gretas Geheimnis, irgendwas, wer weiß, von wem sie finanziert ist oder so. Und dann ist die Aussage, Greta sei still. Ja, und dann Als. Pi Jörn postet gerade diese der Oh. Standardweg Klimalüge Eliten Juden. Ja, das wäre jetzt genau auch mein dritter Punkt gewesen. Wir haben hier unten dann als drittes Narrativ, dass alle Journalistinnen irgendwie staatsgesteuert sind. Glaub, jetzt mal ernsthaft, ihr wohnt in diesem Land, wir regen uns ständig über irgendwelche Prozesse auf, die nicht funktionieren, über zu viel Bürokratie, über sonst irgendwas, in super vielen Streams im letzten Jahr. Glaubt ihr, also könnt ihr euch das vorstellen, dass dieser Staat dazu in der Lage wäre, so eine Riesenverschwörung abzuziehen? Da fällt mir ja gerade mein Büro zusammen. Ja. Also, so, und wir haben also hier ganz viele unterschiedliche Narrative, die ganz gezielt bedient werden und auch mit dieser Sprache dahinter und gleich auch noch mit der Selbstdarstellung als quasi Sprachrohr der Wahrheit, was auch immer Wahrheit an der Stelle ist. Und das finde ich total interessant, diese Personifizierung, auf die Klausi jetzt auch gerade nochmal hingewiesen hat, die war bei ihr so zugespitzt.
Ich habe da auch ganz im privaten Bereich ganz eigenartige Gespräche geführt, die sich alle auf einmal über Greta Thunberg aufregten. Und ich mir dachte, ich verstehe die Art und Weise, wie ihr über in dem Falle noch ein junges Mädchen, eine Frau oder junge Frau sprecht. Ich weiß gerade gar nicht, wie alt sie ist. Das ist das eine. Die Presse und wie sie in der Presse dargestellt wurde, auf der einen Seite mit vielleicht auch einer gewissen Überhöhung, weil sie einfach ein Symbol als Symbol vielleicht funktioniert hat. Und auf der anderen Seite diese Verteufelung. Und in der Mitte hast du irgendwo die Person, die ein Anliegen hat, wie viele andere auch. Ob mir jetzt die Mittel gefallen, ob mir die Sprache gefällt, ja Himmel, aber das ist meine... Das ist quasi das, wie ich bestimmte Sachen kommunizieren würde. Das würde ich vielleicht nicht tun, aber das würde jemand anders auch nicht machen. Aber diese sofortige Abwehrhaltung und dieses sei ruhig, sei still, degradiert gleichzeitig KlimaforscherInnen auf der ganzen Welt, die irgendwie seit 40 Jahren erzählen, hey Leute, wir haben hier ein Problem. Ja, ja. Und das ist der Teil, der mich nervt. Ja. Und Klausi sagt auch, Greta als Zielscheibe alles Bösen, beziehungsweise als Verkörperung alles Bösen, nehme ich an. Wegen ihr schreiten auf einmal alle wegen Klima auf. Sie war permanent in der Presse. Das stimmt, das ist eine super Projektionsfläche. Genau dafür. Und Klausi Horst die fragt, ich würde jetzt pauschal sagen, Klausi reagiert auf die Frage von Romy eben, könnt ihr euch vorstellen, dass in Deutschland so eine Verschwörung oder so, ja, genau, das, was Deutschland nicht hin, dann habe ich dich richtig verstanden, genau. Weil du hast eben diese rhetorische Frage gestellt, Romy, mit dem, könnt ihr euch vorstellen, dass das passiert, dass das so orchestriert ist und so, und nee. Und Klausi sich anscheinend auch nicht. Und hier unten haben wir auch noch im Fokus Hassmedien, Journalisten als Mob Merkels. Und das ist nicht, also wahrscheinlich im Fokus, weil man sieht hier im Anschnitt tatsächlich noch das Logo des Fokus. Wobei Fokus ja mit C geschrieben wird, das Magazin, und hier ist es mit K, aber... Ach stimmt, jetzt sehe ich das auch. Ja. Das habe ich gerade gar nicht wahrgenommen. Ich sehe es auf meinem Rechner alles ein bisschen kleiner und dadurch habe ich das nicht wahrgenommen. Genau, und das ist halt im Endeffekt der dritte Teil. Also einerseits natürlich mal wieder, alle werden in einen Topf geworfen. Ich wüsste, also es gibt so viele unterschiedliche Journalistinnen und Journalisten, die mit ganz unterschiedlichen Themen, mit einer anderen Sprachwahl, mit anderen Überzeugungen, die natürlich immer mitschwingt, weil Kommunikation ist immer vom jeweiligen Menschen geprägt. Das ist immer die Brille, die man aufhat, die Perspektive, die man hat. Und den allen, auch in ihrer Vielfalt zu sagen, dass sie auch wieder staatlich gesteuert wären, es wäre dieser Staat dazu in der Lage, eine konzertierte Kommunikationsstrategie zu fahren. Auch das haben wir jetzt in der Pandemie erlebt, dass das nicht funktioniert. Das kann es ja froh sein, wenn das in einer Kommune oder in einer Kommune oder einem Bundesland funktioniert. Und gleichzeitig die Medien als Hassmedien zu bezeichnen. Da wird so viel rein projiziert, dass... Oh Gott, da könnten wir ganze Tage drüber reden. Ja, und R. McCooney sagt auch noch gerade, die Doppeldeutigkeit von Dance, sowohl als kompakt als auch als engstirnig, gerade ziemlich gut. Stimmt. Ja, danke dafür. Rückseite 5,50 € und kein richtiger Barcode. Und schönen guten Abend, Belana. Ja, das ist schon heftig. Oh, da haben wir können uns direkt das nächste Mal. Aber ich will noch ein... Wollen wir erstmal Belana kurz erklären, wo wir sind? Ja. Also so. Also nur ganz kurz. Hallo, Belana. Wir sind im Jugendzimmer von Leon und Leon ist verschwunden. Und aktuell haben wir die Perspektive von einem guten Freund von ihm. Dem kleinen Bruder. Ach genau, stimmt, seinem kleinen Bruder, der sich das Zimmer nochmal anguckt und jetzt auf ganz viele unterschiedliche Sachen stößt. Und da sind rechte Symbole dabei, eine umgedrehte Deutschlandfahne. Wir haben ein Foto aus so einem Freundesurlaub irgendwie so am Lagerfeuer gesehen oder eine Erinnerung gehabt. Und auf dem Foto
waren die Gesichter von Lina und Elias, zwei Freunden von ihm, ausgebrannt. Wir wissen, dass Lina mit ihm gut, mit Leon gut befreundet sein wollte, aber mehr nicht. Wir gehen aktuell davon aus, dass stattdessen Lina Elias total gut fand. Und, oh Gott, das hört sich wirklich an wie eine Jugendsoap, verrückt, wenn ich das so zusammenfasse. Ja. Und in all diesen ganz privaten Sachen, er ist unglücklich verliebt, das Mädel, in das er verliebt ist, fängt möglicherweise was mit einem Freund von ihm an, hat er irgendwie Aggression bekommen, weil das Foto von seinem Freund hängt auch am Boxsack, er hat in letzter Zeit angefangen, so ein bisschen Krafttraining zu machen und Hanteln, mit Hanteln zu arbeiten, und neben diesen rechten Narrativen und Symbolen, die wir schon gefunden haben, sind wir jetzt über Magazine gestolpert. Also wir sind, haben auch der Musik schon Hallo gesagt und ja. Rap-Texte gelesen, und, den wir dann irgendwann unterbrechen mussten. Ja, und hier hat mir eben Armekuni noch gesagt, nee, Armekuni, The Real Panzer war es, glaube ich, Ehre wem Ehre gebührt. Manchmal kann man Steuerung drücken. Wo war denn das? Wegen Ducken oder so, hast du gesagt? Ah, alles klar. Ich kann mir Dinge auch unten angucken. Das ist, alles klar. Danke, danke, danke. Das stand... Oh! Schon was gefunden, ist wie Ostern. Fotokiste, genau. Vielleicht hat sein Passwort was mit unserem guten alten Ivo zu tun. Leon und Ivo waren unzertrennlich. Sie sind fast jeden Morgen zusammen Gassi gegangen. Hm, benutztes Geschirr. Igitt. Typisch Leon. Die Fotokiste konntest du gar nicht aufmachen, oder? Doch. Ich wollte nur nicht direkt jetzt schon... Oh, geil, ich kann mal auf was klicken. Klick. Ich hab los, mich, klick. Ich hab mich zusammengerissen. Nein, komm, klick. Okay. Foto mit Ivo. Das ist ewig her. Da war Ivo noch am Leben. Guter alter Ivo. Oh. Okay, erinnern wir uns mal. Alle lächeln. Noch 5 Sekunden, bis sie auslöst. Lächeln, Leon. Tschüss. Ivo. Hey, geh hin. Na toll. Das müssen wir jetzt nochmal machen. Ivo, kommst du jetzt hier hin? Mama hatte uns diese Karten geschenkt, damit wir Ivo nicht vergessen. Moment. Könnte das Leons Passwort sein? Ivo. Da haben wir ja das Passwort, genau. Da ist nur Foto mit Ivo drin, so wie es aussieht. Okay, dann machen wir mal wieder... Ich fühle mich besser irgendwie. Ja, ich glaube, uns bleibt jetzt auch nichts übrig, als jetzt so langsam systematisch so ein Stück nach dem anderen uns von allen Seiten anzugucken, ob da noch was ist. Ohne Passwort also, komme ich hier nicht weiter. Ivo 93, Ivo 2... Ivo 2010. Das müsste das Jahr sein, in dem der Hund gestorben ist. Ohne Passwort komme ich hier nicht weiter. Ja, aber wir haben auch Ivo 93, aber... Ja, aber der Hund ist 98 geboren. Alles klar. Stimmt. RIP, fälliger Kumpel. Check. Okay. Gucken, ob mit dem Ton alles in Ordnung ist. Okay. Strive Browser Notify Spotify wahrscheinlich. Nee, Notify. Ich weiß es nicht. Und da ist wahrscheinlich Ausschalten. Und hier haben wir Überguard. Ich möchte einmal gerade Strive. Hm. Vielleicht nochmal das Gleiche. Ach, Mist. Okay. Browser. Oh. Favorites. Sommeruniversität für Aktivisten. So, wir sind stolz zu verkünden. Und hier
Atavistische Aktion. Zur Ertüchtigung von Geist und Körper. An was für einem Datum ist sie denn? Völkisch. Steht es da? Hm? Oh je. Steht da, an welchem Datum die ist? 18.09.2020 bis 26.09.2020. 18.09. Das war doch das Datum, was angekreuzt war, oder? Ja. Vielleicht so dort? Ja. Das soll nach außen alles so mega cool und hip wirken. Klingt aber eher nach Gehirnwäsche von Nazis. Okay. The Black Pill? The Black Pill. Ein Hassforum für Antifeministen, Anhänger von Verschwörungstheorien und Reichsbürger. Und für zurückgewiesene Typen, die glauben, sie hätten ein Recht auf eine Freundin. Incel. Das, was er gerade sagt, ne? Das letzte, ja. Ja, kann ich hier alles nicht. Mission Wahrheit, wo geht es hin mit Deutschland? Ich, rotgepillt. Rotgepillt bezieht sich dann auf Matrix, blaue und rote Pille oder sowas, ne? Mhm. Zensurkrise, Linkliste, Tipps für alternative Medien. Von den Mullen gefriendzoned. Hier. Hysterie von der Klimakrise und wie sie den Juden und den Grünen nützen. Ja, dann noch die Süd. Ist es die Südstaatenflagge? Ja. Oder die Texas? Ich weiß gerade nicht. Südstaatenflagge, ja. Unkontrollierte Einwanderung ist schuld am Wohnungsmangel, am kaputten Gesundheitssystem und fehlender Bildung. Mhm. Das ist jetzt übrigens krass. Der Moment, wo wir wirklich alle Narrative der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit bedienen. Ja. Das Ganze noch gepaart mit Verschwörungsmythen und Weltuntergangsszenarien. Und dann irgendwie, wo wie Aktien kaufen, irritiert mich gerade. Was Kinn- und Kieferchirurgie? Keine Ahnung. Vom selben Nutzer. Diskussion. Prove me wrong. Frauen sind alle gleich und lieben auch menschenverachtende Idioten, solange sie gut aussehen. Deswegen Kinn- und Kieferchirurgie die letzte Hoffnung. Ich verstehe. Wie die flache Erde zur Kugelerde. Ich frage mich, ich fange jetzt mal kurz eine halb philosophische Diskussion an. Ja. Über Dinge, über die Rom hier nachdenkt. Ja. Und vielleicht könnt ihr mir dabei helfen. Ich habe letzte Woche oder vor zwei Wochen irgendwie nochmal einen Artikel gelesen, wie sich Instagram auf die Psyche junger Mädchen auswirkt und auch auf die Entwicklung des Selbstwertgefühls. Und ich finde das unglaublich gut und interessant und auch total wichtig, dass man sich damit mal beschäftigt, was das mit den Mädels macht oder in ihrer Selbstfindung. Und ich frage mich, ob das bei Jungs ist es ja, die haben deswegen philosophisches Gespräch, ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Also ich kann mich halt irgendwie noch in die pubertierende 16-Jährige noch halbwegs reinversetzen, auch wenn das echt Gott sei Dank eine Weile her ist. Aber bei den Jungs fehlt mir das natürlich so. Also fehlt mir das einfach, weil ich das selber nicht durchlebt habe. Und ich frage mich halt, wie diese Ansammlung von das Mädel, in das er sich verliebt hat, will ihn nicht, sondern will einen anderen Typen, der vielleicht möglicherweise besser aussieht, sein eigenes Minderwertigkeitsgefühl, wie sich das auswirkt auf die Identitätsfindung, vor allem wenn er dann auch diesen fast schon hysteriegetragenen, menschenverachtenden Einfluss hat von Medien, von Musik. Also wie das einen jungen Mann prägt. Ich würde sagen, das ist ein ähnlicher Effekt. Also hier geht es ja um
Es geht hier um, wenn wir nochmal drauf pill. Okay, das kann man für Antifeministen, Anhänger von Verschwörungstheorien und Reichsbürger und für zurückgewiesene Typen, die glauben, sie hätten ein Recht auf eine Freundin. Du kannst ja mit. Also ich glaube, genauso wie es wichtig ist, das ist ja tatsächlich in unserer Gesellschaft so eine Geschichte mit dem, was du ansprachst mit den jungen Mädchen und Instagram, dass du auf dein Äußeres achtest. Ne? Lächel doch mal mehr und so eine Scherze kriegen ja junge Frauen so unglaublich oft zu hören. Und ich habe alles kommentiert bekommen in meinem. Ja, genau. Ne? Du wirst, ja. Dein Äußeres wird halt eingeordnet. Und von der jungen Seite her, ich weiß nicht, ob man das hundertprozentig vergleichen kann, aber das ist halt so, mach Dinge ordentlich, mach sie gründlich, sei ein Mann, stell dich nicht so an, sei kräftig, ne, keine irgendwie Gefühle zeigen oder so, ne, so Indianer kennt keinen Schmerz und all so eine Erzählungen und sowas. Und dann bist du doch mal getroffen. Er ist verletzt worden, ganz schwer von Lina. Und er findet hier eine Erklärung. Und ich war, also weiß ich nicht, ob das direkt miteinander zusammenhängt. Krass. Ja, vor allem, wenn der Junge, sein Konkurrent, auch noch ein Freund von ihm ist. Ich meine, die haben zusammen einen Gaming-Pokal gewonnen. Auch da kenne ich mich jetzt nicht gut genug aus, aber wenn man da so im Zweierteam antritt, wird man sich schon irgendwie gut leiden können. Ja. Und damit fällt diese Vertrauensperson natürlich auch weg. Und dann bist du damit alleine und hörst Musik, hörst oder bist ein bisschen, guckst rum, vielleicht, keine Ahnung, gutefrage.net oder so. Wie gehe ich mit Verlust um oder mit diesem Gefühl? Und dann landest du in dieser Welt. Also du bist eigentlich dahin gekommen, weil du vielleicht eine Idee haben wolltest, einen Rat haben wolltest, irgendwie besser mit deinen Emotionen oder irgendwie damit klarkommen, was da gerade passiert. Und dann kommt so dieser ganze Schwall mit. Ja. Also du wirst auch nicht nur ein bisschen reingezogen und so Stück für Stück. Aber hier in diesem Browserverlauf kannst du halt sehen, dass es wirklich in alle Bereiche reingeht. Ja. Und im Chat wird auch noch gerade mal, die Red Pill, Blue Pill ist tatsächlich eine Erzählung. Da gibt es auch so viele Memes von, das ist Matrix. Weil es gibt diesen Ausspruch von Morpheus, und ich verwechsel immer rot oder blau. Take the blue pill and stay in Wonderland. Take the red pill and see reality. Oder so etwas. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe gerade noch mal in den Chat geguckt und habe festgestellt, dass Klausi und ich annähernd gleich alt sind, glaube ich. Und ja, und Red Pill, Blue Pill gibt es auch im Incel-Kontext. Auf jeden Fall. Weil da ist es dann so, stay in Wonderland, wenn du nicht an die Incel-Geschichte glaubst. Also wenn du nicht glaubst, dass diese Incel-Erzählung da ist mit, oh, ich will das gar nicht alles umreißen. Wer nicht genau weiß, was Incels, was Incel bedeutet, es gibt einen tollen Denkanstoß Podcast von Katharina Nokum, wo sie die ganze Insel nimmer einmal aufgerollt hat, da hört rein. Ich möchte das eigentlich gar nicht erzählen. Es ist körperlich ein unangenehmes Gefühl für mich gerade. Absolut. Und wir müssen aber auch dazu sagen, dass Menschen werden getötet. Also der Halle-Attentäter, das könnten wir ja jetzt wahrscheinlich einmal so genau mit nachexerzieren. Und der hat Juden angegriffen. Und der hat Menschen getötet. Hier bei mir um die Ecke. Und deswegen nimmt mich das so ein bisschen mit. Und auch stellt mir immer wieder die Frage, also mal davon abgesehen, dass das jetzt ein relativ idealtypisiertes Beispiel ist, wie sich so Radikalisierungsprozesse irgendwie ja vollziehen. Das will ich jetzt mal noch voranschieben.
Aber an welchen Stellen hätte es denn Interventionsmöglichkeiten gegeben? Also wer hat nicht hingeguckt, wer hat nicht reagiert? Was hätte an Unterstützungsstrukturen da sein müssen? Das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, wenn es um diese Situation geht. Und gleichzeitig ärgert es mich aber auch, dass ich mir diese Frage stelle, anstatt mir die Frage zu stellen, wie können wir die Menschen stärken, die täglich von Diskriminierung und Ausgrenzung betroffen sind. Also irgendwie sind zwei Seiten einer Medaille. Wir leben alle in einem Land, in einer Gesellschaft. Ja. Ich glaube, wir müssen über beides reden. Und dennoch kommt mir die Perspektive von denjenigen, die so ein Attentat überleben, dann an den Stellen immer ein bisschen zu kurz. Ja. Ja, das war's. Ihr merkt meine persönliche Betroffenheit. An der Stelle. Ja, es ist noch nicht. Es ist der zweite Jahrestag, der jetzt kommt, ne? Mhm. Ja. Also vom Anschlag von Halle, das ist bei Romy um die Ecke. Ja, und letztes Jahr habe ich ja die Veranstaltung zum ersten moderiert, die Landesdemokratiekonferenz, die wir dazu gemacht haben. Und die geht mir immer noch ein bisschen nah. Das merke ich. Und das ist auch immer wieder Thema. Und auch, also das ist nicht so, dass diese Stadt damit wirklich aufgeräumt hätte. Und man sich damit, also es gibt super viele Leute, gerade junge Menschen, die immer noch versuchen, das zu verarbeiten, was da passiert ist. Und gleichzeitig, und das finde ich ganz toll, ist so ein bestimmter Kreis in dieser Stadt einfach so zusammengerutscht. Und auf einmal gibt es da nochmal so ein ganz anderes Gefühl von Solidarität. Und das finde ich das schönere Bild, was ich gern lieber transportieren möchte, als das ständige Bild dieses Typen, der Menschen umgebracht hat und noch mehr Menschen töten wollte. Tja, was hältst du von einer kleinen Pause, bevor wir weitermachen gut. Und uns E-Mails angucken, beziehungsweise noch andere Zeitschriften auf dem Tisch entdecken und so? So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück aus der Pause. Und ich habe hier auch nochmal, weil ich es eben angesprochen habe, ein Podcast, falls ihr ihn noch nicht kennt, von Katharina Nokum. Die ist toll, das Denkangebot. Und die hat eine Folge gemacht, rechtsextreme Parallelwelt, die sich direkt bezog auf den Anschlag in Halle. Und da auch die Hintergründe nochmal ein bisschen auseinander nimmt. Den würde ich gerne mal teilen. Ich bin auch, habe auch schon im Chat gesehen, der ein oder andere hat noch was gesagt. Die Hoaxillas haben auch mal was dazu gemacht. Zu diesen ganzen Geschichten kann ich auch nur empfehlen. Da habe ich jetzt aber gerade keine Lust zu suchen. Wer da was hat, kann es gerne reinsetzen. Das passt ja jetzt auch gerade zum Thema. Aber den habe ich wirklich sehr, sehr gerne gehört, weil er halt direkt auch das nochmal thematisiert und das, worüber wir gerade auch gesprochen haben, mit der Incel-Geschichte und so weiter und so fort. Ja, Denkangebot ist einfach gut, daher wohl auch so selten. Naja, Katharina hat auch, ja, Denkangebot ist sehr gut, ist vor allem auch so selten, weil Katharina ja mit Pia Lamberti zusammen jetzt während der ganzen Corona-Pandemie zwei Bücher rausgehauen hat. Was ja auch schon mal eine krasse Nummer ist. Deswegen ist der Denkangebot-Podcast auch gerade ein bisschen mau, würde ich einfach mal sagen. Ja, und The Real Panzer. Ich habe das Morpheus-Zitat rausgesucht. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill and you stay in Wonderland and I show you how deep the rabbit hole goes. Genau. Also Wonderland ist das, wo er jetzt dann, also wo Neo dann in dem Film gerade drin war, dass er quasi von diesen Agenten irgendwie zu einer Besprechung in dieses Zimmer gebracht wurde. Das ist das Wonderland. Ich habe das eben verwechselt. Okay.